Tag. Mein Name ist Horst Defland. Die backtechnischen Herausforderungen von Urgetreide wie zum Beispiel Dinkel, Emmer oder Einkorn, die Neuentwicklung verschiedener Fermentsysteme, die Einsatzmöglichkeiten natürlicher Monokomponenten, das sind die wichtigsten Themen meines gesamten Berufslebens als Bäckermeister und Lebensmitteltechnologe. Wie das alles in der realen Bäckerwelt funktionieren kann, das zeige ich euch gerne hier in meiner Versuchs- und Entwicklungsbackstube auf der Finca Ananda in Las Palomas, Teneriffa. Morgen wollen wir ein Dinkel-Feinbrot, ein relativ helles Brot auf Basis 630er Dinkel und 15% Roggenvollkornmehl herstellen. Dafür brauchen wir einen Dinkel-Fermentteig TA 200. Den möchte ich jetzt gerade herstellen und zeige mal euch, wie das funktioniert. Ich habe hier meine selbstgezüchtete Matre, die einen sehr starken Hefetrieb hat. Ich zeige mal hier, dass ihr mal das reinschauen könnt. Von dieser nehme ich 1%. Auf 300 Gramm Mehl brauchen wir also 3 Gramm dieser Matre. Das sind 4 Gramm. So, wir haben genau 3 Gramm, also diese sehr kleine Menge. Zur Matre werde ich zu einem späteren Zeitpunkt noch mehr sagen, wie wir die herstellen können. Und ist eine relativ einfache Geschichte, die kann man bis zu 4-5 Wochen im Kühlschrank aufbewahren und hat immer volle Triebleistung. Dafür brauche ich jetzt TA 200, 300 Gramm Wasser, habe ich gemessen. Wir haben hier jetzt etwa 40 Grad Temperatur vom Wasser drin. Das schütte ich dazu. Und jetzt löse ich mit dem Schneebesen so, jetzt ist meine 1% Anstellgut im Wasser eingerührt. Jetzt brauche ich 300 Gramm Dinkel-Vollkornmehl. Ich habe hier ein Biomüll gestern erwischt beim Hibadino hier in Spanien. Und das kommt aber auch von Deutschland. Ich gucke gerade mal drauf. Jo, das ist von der Engelgemühle in Salzgitter-Ringelheim. Also ich bin immer froh, wenn ich deutsche Mehle hier erhalte. Die kaufe ich immer sofort, weil ich, ja, die kann ich am besten einschätzen beim Backprozess. Ne? So, 300 ins Wasser reingeben. So, dann rühre ich das Ganze schön glatt. Jetzt haben wir einen schönen Vollkorn-Vorteig. Den wir, wie gesagt, morgen für unser Kochstückbrot brauchen. Das wird eine interessante Rezeptur, weil wir das ganze Teigwasser, nicht ganz komplett, aber zum großen Teil mit verkochen sozusagen und die Stärke im Dinkelmehl auskleistern. Aber dazu morgen mehr. So, das ist unser fertiger Fermentteig. Den stelle ich hier in so eine Thermobox rein, lege hier noch einen Deckel auf die Schüssel und dann brauchen wir noch unseren Deckel für die Box. Die Anfangstemperatur von diesem Fermentteig liegt jetzt etwa bei gut 30 Grad. Der steht etwa 14 bis 16 Stunden bis morgen, bis wir ihn dann verarbeiten. Der bleibt hier im Raum stehen und wird bis morgen das Raumklima angenommen haben. Also das heißt, er wird irgendwo bei 24, 25 Grad Resttemperatur sozusagen rauskommen und ist dann hoffentlich so durchfermentiert, dass wir im pH-Bereich etwa um 4,1 liegen. Heute backen wir ein Dinkelbrot, ein fein helles Dinkelbrot, also fast ausschließlich mit einem 630er Dinkelmehl. 630er Dinkelmehl und Frischhaltung, das schließt sich ja ein wenig aus.
Und wir behelfen uns hier aber, indem wir eine große Menge Kochstück einsetzen. Das heißt, wir verkochen fast das gesamte Schüttwasser zu einem Kochstück mit Dinkelmehl mit einer TA von 500. Dazu sage ich gleich noch was. Aber so generieren wir natürlich auch in einem hellen Dinkelbrot eine enorm gute Frischhaltung. Die Zutaten sind überschaubar. Wir haben hier einmal einen Dinkelfermentteig aus Vollkornmehl. Den haben wir gestern schon angesetzt. Das ist wie gesagt, Dinkel-Vollkornmehl, TA 200, also gleiche Menge Wasser und 0,5 bis 1% Anstellgut. Das ist ein bisschen abhängig von der Enzymaktivität des Ausgangsmaterials. Oder ich sage mal so, bei kleinen Mengen nehme ich 1% Starter. Wenn ich größere Menge Fermentteig mache, gehe ich zurück auf 0,5. Das reicht. Den Starter könnt ihr immer aus eurem betriebseigenen Roggensauerteig, Grundsauer, Vollsauer nehmen. Und auch da immer höchstens 1% Anstellgut. Mehr darf es nicht sein, sonst wird er euch zu sauer. Den hier habe ich jetzt gemessen. Der hat einen pH-Wert von etwa 4,18 auch. Dann haben wir als nächste Zutat unser Kochstück. Das habe ich jetzt gestern zubereitet. Das ist jetzt die Menge für ein Fünftel der Originalrezeptur. Das Kochstück habe ich normal auf dem Gasofen in der Küche gemacht. Das sind jetzt in dem Fall hier 400 Gramm Dinkelmehl. Da kommen dann auf Mehl die Salzmenge mit 10% mit rein. Das wären 40 Gramm Salz und 1600 Gramm Wasser, also die vierfache Menge vom Mehl als Wasser. Das Ganze wird gekocht wie ein Pudding. Das heißt, ein Drittel des Wassers rühre ich das Mehl kalt ein. Sobald die Restmenge Wasser kocht, eingerührtes Mehl rein, rumrühren, bis es einmal gut aufgekocht ist, also wie wenn Sie einen Pudding herstellen. Und dann haben wir hier dieses Kochstück. Das hat eine Haltbarkeit von etwa einer Woche im Kühlschrank. Und ganz wichtig ist, sobald das fertig abgebunden ist, nimmt man eine Frischhaltefolie und legt die direkt oben drauf. Sonst gibt es hier eine Art Lederhaut und die löst sich im Teig nicht mehr auf. Das wäre sehr unangenehm, das würde man dann in der Krume später sehen. Also die Folie hier ist sehr wichtig, dass die gleich hier so auf die Fläche drauf gedrückt wird. Wir haben noch drin eine kleine Menge Honig, wir haben Hefe drin. Hier haben wir ein Dinkel-Extrudat hellfein. Dinkel-Extrudat wird euch bekannt sein. Früher hat man sowas als Quellmehl eingesetzt. Heute macht man das halt über die Extrudation. Das heißt, es wird eine Mehlschlemme hergestellt und das wird dann mit hohem Druck durch einen Extruder durchgedrückt bei, ich glaube, über 200 Bar. Und dann kommt das vorne praktisch denaturiert heraus und wird dann wieder fein gemahlen. Das sind so kleine Würste und dann hat man so ein Produkt. Und das hat auch die Eigenschaft, dass es Kaltwasser bindet im Teig, auch eine gewisse Frischhaltung mit sich bringt. Dann noch die Restmenge Salz, das sind bei unserem kleinen Rezept hier 20 Gramm. Runtergerechnet hier Dinkelmehl, das sind 1220 Gramm. Und dann brauche ich eigentlich jetzt nur noch eine Restmenge Wasser von 200 Gramm bei dem Fünftelrezept. Ich nehme hier immer zugekauftes Wasser. Das Hahnenwasser hier ist nicht allzu gut in der Qualität. Fuente Alta, das kommt bei uns oberhalb von dem schönen Ort Villaflor, direkt am Fuße des Theden. Und davon brauche ich jetzt 200 Gramm. Und dann können wir auch gleich Teig machen. So, exakt 200. Das kommt dann gerade in den Kneter. Dann unsere genau abgestimmte Vollkornfermentteigmenge. Ihr seht, der hat eine schöne Struktur, ne, mit TA 200, ist schön schon hefelastig, also der hat auch schon einen eigenen Hefetrieb entwickelt. So genau soll er eigentlich sein. Der wurde jetzt hier bei einer Raumtemperatur von etwa 26 Grad haben wir hier jetzt in unserer kleinen Backhalle auf der Finger. Und der war etwa
16 Stunden jetzt hier praktisch hat er fermentiert und hat jetzt genau seine pH-Wertigkeit erreicht, die wir uns eigentlich vorstellen. Beim Kochstück habe ich hier noch eine Restmenge. Die habe ich die Woche schon mal hergestellt gehabt. Das war jetzt für 2 Tage noch in der Kühlung. Das nehme ich mal vorne weg. Und da brauchen wir jetzt, wie gesagt, 1600, eine enorme Menge auf dieses relativ überschaubar kleines Rezept, sage ich mal. So, exakt 1600 haben wir. So, auch das sind die Gnäder. Dann unsere Hefe, das sind 20 Gramm, also rückgerechnet auf die Gesamtrezeptur 1% Hefe auf Mehl. So, dann brauche ich ein bisschen Honig. Honig ist für mich immer so ein bisschen die Abrundung vom Geschmack und bringt ein bisschen Enzymatik in den Teig durch die Inhibinen. Da brauchen wir 40 Gramm, überschaubar kleine Menge, aber bewirkt im Teig einiges. So, unser Extrudat. Dann noch die Restmenge Salz, 20 Gramm. 1220 Gramm 6,30er Dinkelmehl. In dem Fall habe ich das hier von der Albtalmühle, also aus dem Biosphärenreservat Schwäbische Alb, von der Lichtensteinmühle. Ein sehr gutes Dinkelmehl. Ich habe das ganz gerne, weil das nicht behandelt ist mit Ascorbin. Da ist es für mich ein ehrliches Mehl. Da weiß ich gleich, wo ich dran bin, wenn ich den Teig mache. Und die Qualität ist sehr gut. So, Fermentteig, Kochstück, Mehl haben wir drin, unser Extrudat ist drin, Salz, Hefe und Wasser. Dann lassen wir unseren Kneter laufen. Die Knetzeit bei solchen Broten mache ich normalerweise etwa 14 Minuten im ersten Gang. Einen zweiten Gang benötigt ist bei Dinkel in der Regel oft nicht. Das reicht vollkommen aus. So, unser Teig hat seine 14 Minuten Knetzeit. Er hat sich sehr schön in der Maschine aufgezogen. Und wichtig bei dem Teig ist tatsächlich, dass ihr am Anfang nicht meint, ihr müsst noch Wasser nachschütten, weil er ist am Anfang sehr kompakt und sehr fest. Und im Laufe der Knetzeit wird er dann einfach plastisch und baut sich und wird schön zäh, so wie er jetzt hier auch ausschaut in der Maschine. Und das ist auch der schöne Effekt von dieser Menge an Kochstück, die wir da drin haben, dass die Teige relativ kompakt gehalten werden können und trotzdem das Brot später eine enorme Frischhaltung aufweist. Ja, wie man sieht, ist ein schöner, leicht zäher Teig, der aber eine sehr schöne Struktur hat. Der Teig, den lege ich jetzt einmal noch schön zusammen, dass wir gleich einmal unser Klebernetzwerk schön aufspannen. Einmal drehen. Ja, und direkt hat der Teig eine schöne Spannkraft. Hier nochmal zum Schauen. Und den lassen wir jetzt ungefähr eine Stunde ruhen und dann kommt die Aufarbeitung. So, unsere Teigruhe ist beendet. Der Teig, wie ihr seht, hat sich schön entwickelt. Man sieht es auch an den Gasblasen.
So, der hat schön Stand. Dann tun wir den noch einmal kurz zusammenfassen. So, hier wiegen wir Stücke von gut 600 Gramm ab. Das müssen dann ungefähr 6 Brote geben. Das ist gerade eine Füllung für unseren Ofen. Der Teig ist sehr schön fluffig, hat Stand. Und das ja bei einer TA auch von Richtung 185. Sowas geht natürlich nur mit Kochstück. So, den Rest teile mal auf. Brote setzen wir dann mit einem schönen offenen Schluss nach unten, hier in die bemehlte Fertigrohrkörbchen. Das heißt, wir drehen die Brote nur ganz vorsichtig ein, so dass hier schön alles noch offen ist. Das Ganze nochmal in Mehl und das Ganze mit Schluss nach unten in die Körbchen. Also nicht stramm wirken, der Schluss soll sich ja nachher schön dann im Ofen entfalten können. Einfach nur so leicht zudrehen. Die haben jetzt nochmal etwa eine Stunde Endgare und dann gehen wir auch damit in den Ofen. Wir drehen die nachher und schieben die dann mit Schluss nach oben bei 250 Grad ein und geben normale Menge Schwaden dazu. So, nach einer Stunde sind unsere Brote schön reif und die setzen wir jetzt um. Wir haben jetzt eine normale Menge Schwaden gegeben. Wir gehen jetzt von unseren 250 Grad Temperatur gleich mit der Oberhitze auf 190 gehen wir runter. Die Unterhitze können wir so auch bei knapp 200 lassen. Und die Backzeit stellen wir ein auf 50 Minuten. So. Unsere Dinkel-Feinbrote sind nun über Nacht abgekühlt. Backergebnis sieht ganz gut aus. Wir fangen mal mit der Prüfung an. Mal vielleicht die Kruste kurz. Ja, immer noch Rösche da. Die liegen jetzt etwa, seit sie ausgebacken wurde, ungefähr 14 Stunden, also knapp einen Tag alt. Dafür immer noch eine sehr schöne Rösche. Was man gleich so sieht, die waren gestern vom Gefühl her noch nicht ganz vollgarig.
sind dann im Ofen exorbitant getrieben und setzen sich gegen Ende der Backphase nochmal ein klein bisschen zusammen. Das ist natürlich der Riesenmenge an Kochstück geschuldet, die da drin ist. Wir haben insgesamt 16% vom gesamten Mehl sozusagen verkocht, also wasserschnittfest gemacht, wie man so schön sagt. Und dieses Kochstück macht natürlich was im Teig, weil wir tun ja auch dadurch die Kohlenhydratanteil aufschließen, und das ist wie Zucker, sage ich mal, in der Wirkung im Teig oder beim Backprozess. Das heißt, wir haben schnell Farbe. Ich habe den Ofen auf 190 Grad Unterhitze eingestellt und habe hier immer noch eine sehr kräftige Farbe am Boden. Und das solltet ihr vielleicht beachten, dass das Brot sehr stark und relativ schnell Farbe annimmt im Ofen, eben geschuldet durch diese große Kochstückmenge. Von daher bitte Ofentemperatur eher etwas niedriger fahren. Anbackhitze würde ich sagen, je nach Ofensystem 240, höchstens 250 Grad, und ausbacken gefühlt eher bei 180, 190 Grad. Das dürfte richtig liegen. Lieber etwas länger backen, dass man die Kruste dann trotzdem kriegt und die Farbe ja angenehm schön in dem Ton hält. Das ist ja auch vollkommen okay. Wir schneiden mal ein Brot an und schauen mal, wie die Krume heute aussieht. Ja, da kann man wirklich zufrieden sein. Sie hat eine schöne, unruhige, schöne, grobe Porung und hat natürlich wieder diese wunderbare, schöne, feuchte Struktur. Nicht klebrig, aber man merkt schon, da ist viel, viel Wasser gebunden. Und das ist praktisch das Geniale an diesem Brot. Das ist ein reines Dinkelbrot mit nur 15% Vollkornanteil als Fermentteig. Und ich habe hier eine Frischhaltung über das Kochstück drin, die uns mindestens eine frische Garantie über 4-5 Tage garantiert. Und das macht das Ganze natürlich sehr interessant. Wenn man mit hellem Dinkel arbeitet, ist tatsächlich diese Variante mit Kochstück das Beste, was man wirklich machen kann. Ist natürlich klar, wenn ihr das in der Bäckerei umsetzen wollt, dann geht das wahrscheinlich nur mit einem Kocher, weil das sind natürlich dann doch exorbitante Mengen an Mehl, die ihr da kochen müsst. Ich habe ja hier schon für mehr oder weniger 6 Brote bereits 1,6 Kilo Kochstück eingesetzt. Ich mache mal noch ein, zwei Schnitten. Also schneidet sich auch sehr schön, hat eine schöne, stabile Krume. Boden, wie gesagt, etwas tendenziell immer noch etwas zu dunkel. Also hier wirklich aufpassen auf die Unterhitze beim Ofen. Und eine wunderbare Struktur garantiert eine sehr gute Bestreichbarkeit für Beläge, die man draufsetzt. Und jetzt probieren wir das Ganze mal. Also riechen tut sehr gut. Schön einfach gut nach Brot, nach hellem Brot riecht das. Kauen ist sehr angenehm. Und es kommt direkt eine schöne runde Aromatik. Man spürt eine ganz milde Säure durch unser 15% fermentiertes Vollkornmehl, was da drin ist. Und hinten raus hat man eine leichte neutrale, süße Note. Also das ist ein Brot, wenn man das frisch abends auf dem Tisch hat, da muss man aufpassen, dass nicht gleich das ganze Brot aufgegessen wird. Also das Brot hat Suchtpotenzial, sage ich mal. Also ich kann es nur empfehlen, also wenn ihr helle Dinkel-Weißbrote machen wollt, dann würde ich immer diese Kochstück-Variante euch empfehlen. Ihr könnt mit dem Teig mit Sicherheit auch zum Beispiel
nach Four-Piece-Methode auch ein Toastbrot herstellen. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass man hier im Brötchenbereich auch nette Sachen machen kann. Also eine Rezeptur, die eigentlich sehr vielfältig ist und die ihr individuell einsetzen könnt für verschiedene Sorten. Ihr könnt natürlich auch ein schönes ovales Weißbrot backen, was man schön schneidet am Ofen. Und dann hat man praktisch eine glatte Brotstruktur. Oder eben, ich mache immer ganz gern diese rustikale Variante. Das sieht optisch gut aus. Und ich kann es nur noch mal sagen, für 500 Gramm Brot ist dieses Teil wirklich sehr groß. Macht halt optisch auch was daher. Sieht also eher aus wie ein 750 Gramm Brot und nicht wie ein Pfünderbrot. Ja, das war eigentlich die Auswertung. Ich werde als Brotprüfer hier ohne Probleme, ja, mit kleinen Abstrichen hier, mit dem dunklen Boden, würde ich hier auf jeden Fall noch eine Medaille dafür vergeben. Und ich wünsche euch viel Spaß, wenn ihr das nachbaut, und kann euch nur dazu animieren, solche Systeme mit Kochstück oder Kombinationen mit Kochstück und Extrudat einzusetzen. Es macht Sinn, das so zu tun. Und vielen Dank, dass ihr dabei wart. Bis zu unserer nächsten Aktion. Beim nächsten Mal, vielleicht habe ich mir überlegt, machen wir mal Dinkelbaguette.